Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge von Darkness Rises. In der letzten Folge haben wir die erste Welt bestritten. Ihr habt richtig gehört, die erste Welt. Und haben, glaube ich, das Tutorial jetzt, glaube ich, endlich beendet. Und noch, und ja, haben halt gesehen, wie man unsere Sachen upgraden halt und alles so. Und Patch hat einfach 100 und das können Sie sich. Okay, dann werde ich mal kurz den Pause hier den Cut setzen. Okay, jetzt wurde dieser Patch runtergeladen und jetzt legen wir mal los. Und ich drehe mal den Bildschirm richtig hier. Okay, Berserker Level 7. Spiel starten. Let's go. Ausrüstung, die mit Juwelen bestückt ist, ist deutlich mächtiger. Okay, gut genau. Okay. So, hier sind wieder Sachen hier. Fähigkeiten kannst du auf Level nice. Hier. Noch einmal. So, alle erhalten. Okay, sorry für den Cut, möchte kurz etwas machen. So, wöchentliche Missionen ja, abschließen, alles klar. Dann was habe ich hier? Errungenschaft. Einfordern. Die Entwicklung habe ich noch zwei Sachen, die ich einfordern kann. Nice. Und sollen wir nichts mehr? Nein, hab ich nicht. Okay. Noch irgendwas für Rot. Okay, hier ist noch etwas Rot. Hier bei Charakter. Essenz nehme ich. Ja, was kann ich upgraden? Ach, hier, das kann ich upgraden. Automatische Verstärkung. Da fehlt mir noch irgendwas, da fehlt mir noch irgendwas, okay. So, Gegenstände, Ausrüstung, hier. Verstärken. Ah, hier ist noch eine Rüstung. Okay, Level 2, nice. Okay. Jetzt ist es auf jeden Fall viel stärker. So, zurück. Habe ich noch hier sonst irgendwas, was ich upgraden kann? Ich glaube nicht, ne? Hier Inventar, was habe ich denn hier? Oh, ich habe Sachen bekommen. Verwenden. So, okay, ich habe zwei geile Sachen bekommen. Hier ist noch etwas. Hier sind nice. Noch mehr und hier kleine EZ-Truhen, nice. Oh, jetzt kann ich extrem viel machen. Okay, warte Leute, ich kümmere mich dann einfach mal kurz darum, oder wisst ihr was, ich lasse euch einfach live dabei sein, wird die Folge für etwas länger werden. So, verstärken. Oh, ich kann das noch mehr upgraden. Nein, ich kann ich jetzt nicht mehr. Okay, nice. Was habe ich hier noch? Ich habe noch irgendeine Mission hier, nice. Ich bin nah am Level 7 jetzt. Okay, Gegenstände, Ausrüstung, hier verstärken. Hab ich gerade richtig gesehen? Rüstung. Angelegt. Okay. Kann ich das auch verstecken? Jupp, und frag noch. Ah, du bist das angelegt. Okay. Dann wisst ihr was? Dann upgrade ich mal das hier. Weil es halt neu ist. So, nice. Upgraded. Zwei Level nehme ich. Okay, hier noch eine andere tickische Mission. Ja, moin. Dann hier Grimoire. Was ist das denn? Was ist denn hier? Hier ist irgendein Ding, aber ach, Rang. Rang wieder. Ah, hier ist ein Färbeticket. Alles klar. So, Community. Was habe ich hier? Freunde. Nämlich. So, nice. Okay, dann hier Bonus. Was Check-in natürlich, darf man nicht vergessen. Okay, wisst ihr was? Jetzt reicht eigentlich, ich mache schon zu viel. Beginnen wir einfach mit dem Scheiß jetzt hier. So, Abenteuer. Das siebte Level. So, ich habe für doppelt so viel gemacht, wie empfohlen wird. Nice. Gar nicht okay für dieses Level, aber so gar nicht. Oh Junge. Hier werden wir uns wahrscheinlich wieder durchbesten, ne? Bersten, hol ich auch immer. So, Abschnitt 1. Also, diese Abschnitte sind auch nicht sehr lang, die kann man so in 2-3 Minuten abschließen. Was hier. Und weg mit euch. Oh, ihr seid ja etwas stärker. Das ist doch nicht so gut, wenn man die Donner. Ey, ihr seid ja nicht so gut. Okay.
Oder ich finde schon unsere Folge, das ist schon cool. Oh, gut. Oh, das macht mich in einem Kader. Weil das eigentlich auch hart ist. Keine Ahnung. So, und jetzt. Ich finische einfach mal und dann. Und das hier ist schon das Ende von Weapons Battlefield gegen einen Troll. Okay. So, und dann nehmen wir auch ordentlich Schaden. Wir müssen nochmal die andere Spitzhacke holen, ich kann mal die hier reinhauen. Das ist der beste Weiß auch. Die große Schulter. Ich will nicht auch in seine Schulterpart reinspringen mit der Axt. Und gewonnen. Ding, 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 ding. Das war eigentlich ziemlich easy. Aber ja, so, ich mach kurz meine Nähe, lieber mal einen Stecker, weil ich habe noch ein paar Videos aufzunehmen, so wäre es besser, wenn die Batterie ein wenig mehr aufgeladen ist. So, Level 8, nice, Hauptmenü. der schnellste Weg zum Levelaufstieg ist das Abschließen von Quests, okay. Danke für die Information. Rollzuck, hast du schon die Neuigkeiten über den Kriegsfürst der Orks gehört? Begib dich schnell an Fürst Rodericks Seite. Alles klar. Geschichte. Wie? Habe ich die ganze Zeit das Falsche gemacht? Ja gut. Hast mich. Lass dich vom Immersiv. Okay, das habe ich schon gelesen. Ach man. Das heißt, ich habe. Aber das war doch vorhin noch gesperrt. Also musste man das machen. Mein Fürst. Du bist am Leben und Helena. Wie ist bei deiner Tochter nun in Sicherheit, mein Fürst? Ich freue mich, dass du mir jetzt können uns um die Orks kümmern. Ich habe gehört, dass sich ein Kriegsfürst der Orks in der Nähe rumtreiben soll. Sein Kopf wäre sicher eine nette Trophäe. Auf Adam deshalb schaust du es nicht. Der clevere Kreatur im Musikmann, kannst du da seine Fall sein? Ganz gewiss, sollen wir diese Fall auf uns zukommen lassen. Ein Tollkühne und gefährliches Untergefahren zum Wicht. Welche Wahl haben wir? Wir wieder so gut wie wir verfolgen, der Monat verleihen zu machen. Als Fürst dieser Burg ist es meine Pflicht, sie zu schützen, auch wenn ich dabei sterbe. Wenn die Götter mit uns sind, werde ich diesen verdammten Mistkerl von meinem Enthaupten. Wenn wir Tektor dir zur Seite stehen, ich werde nie zwei von deiner Loyalität erwartet uns, also enttäuschen wir ihn nicht. Männer von euren Waffen, sammelt euch. Dieser mutige Kampfgefährte und ich werden es mit dem Kriegsfürsten aufnehmen. Die anderen müssen uns den Rücken decken. Okay, das ist also die richtige Tür. Da war es wieder nicht gut. Kommen wir so richtig rein. Das ist der. Den haben wir doch schon mal gesehen. Und der hat irgendwas davon gelernt, dass er irgendein Teil in. Geht die Schrische deinen Stall auf meinen Wald, Mensch. Keine Sorge, auch schon bald bist du gar nichts mehr. Pah, kümmer, ich erwarte von noch kümmerischen Wesen. Das Zeit deines Bedürfnisses Menschen ist vorbei. Die Zeit der Orks ist gekommen. Du und deine Acht, ihr könnt das Land entweder freigeben oder als Dünger enden. Eure Wahl. Viele Menschen haben durch dich ihr Leben verloren. Auch jetzt hat dein Metzel ein Ende. Ihr Menschen, so kühn, so sicher, so arrogant. Zieh deine Klinge, Mensch, ich schicke dich x-persönlich in die Unterwelt. Jawohl. Okay, dann bin ich stärker. Aua. Oh, ich kann blocken. Das ist auch noch etwas Neues. Okay, jetzt gleich ist es weg. Ich hab nicht gesehen, ich kann nur 6 Schaden machen. Ich hab 5 Schaden machen. Ja, dann wäre das einfach nur lächerlich. Alter!
shit. Ich sehe. Lord Roderick! Roderick! Ah, das Chaos, Rock, Mann. Ich spüre Kälte. Das wirst du sterben auch. Wie ich sagte, auch ganz. Meine kleine Vorstellung hat gereicht, um dich glauben zu machen, dass du tatsächlich gewinnen kannst. Dreckige Ork. Ein letztes Stündlein hat geschlagen. Tu dein Schnitzel, das spielt keine Rolle. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Du kleine Spucke. Musst du. Alles klar. Ja, wie übertrieben stark ist er denn? Und finisher. So, die Beute dann nehmen. Nice, Shabby. Oh, Gott sei Dank. So knapp. Ich muss aufwachen. Was ist mit dem auch geschehen? Der Auge ist unwichtig, aber deine Wunde sieht schlimm aus. Endlich kann ich mir ein wenig Kühe gönnen. Mein Fürst! Oh nein, sag mir bitte nicht, dass er stirbt. Ich muss die Blutung stoppen. Okay, ich hab's geschafft. Ui, Junge. In Cosmic Salon kannst du deinen Charakter individuell gestalten. Schön für dich. Ja, hier Belohnung, Essenztruhe und irgendein anderer Shot. Aber warte, wie ist das jetzt hier mit der Geschichte hier PvE? Weil Abenteuer wirklich ganz das falsche Ding, wenn ja, dann bin ich ein Idiot. Wahrscheinlich. Ich bin so ein Idiot. Gesperrt. Wird nach Erreichen von Abschnitt 1.10 freigeschaltet. Ah! Also das muss man. Ah, okay. Das heißt, ich habe nichts falsch gemacht. Man muss ein paar Abschnitte abschließen, damit man die freischalten kann. Okay. Und oh, gratuliere, du hast deine erste Heldenreise abgeschlossen. Nachdem du deine Heldenreise abgeschlossen hast, erhältst du eine besondere Lohnung. Die ganze Mühe lohnt sich also. Jetzt solltest du einiges über Kombo-Fähigkeiten wissen. Okay. Fähigkeiten? Normal. Es wurden Kombo-Fähigkeiten für den Lauter und den Koop-Modus freigeschaltet. Kombo-Fähigkeit wird angelegt, nachdem der erforderliche Grund. Die erforderliche Grundfähigkeit erlernt wurde. Versuchen wir zunächst die neue Fähigkeit zu erlernen. Alles klar. Freischalten. Gut gemacht. Kombo-Fähigkeiten können eingesetzt werden, wenn du ein Ziel mit der erforderlichen Grundfähigkeit triffst. Passe den Einsatz der Fähigkeit aber unbedingt seitlich gut ab. Okay. Also kann ich noch einmal die Fähigkeit nur in Stärke noch einmal benutzen. Okay. Du kannst ein anderes Fähigkeiten-Set anlegen, indem du unten links im Bildschirm auf einen Modus auswählen tippst. Denke daran, dass du die Kombo-Fähigkeiten im PvP-Modus andererseits im Abenteuerkampf und nicht einsetzen kannst. Okay, gut genau. Dann kannst du das noch einmal upgraden. Okay, was haben wir noch? Errungenschaft. Also ich hab so viel Stuff. Okay, warte, ich setze meinen Cut-Sammler ins eine und bist doch alle. Okay, Leute, ich hab jetzt alles abgebildet. Jetzt habe ich einfach eine Kraft von 73.000. Ihr habt richtig gehört. 73.000. Ich habe auch eine Achse bekommen. Ich habe nur die 50.000 Angriff gegeben. Am vollen Macht. 1.500. Ich glaube, ich habe ein wenig über den Limit. Die armen Gegner. Die werden ja komplett zerfetzt jetzt. Alter, das passiert, wenn man hier alles mal einfach einsammelt und dann auch verbessert damit. Alter, die armen Gegner, die werden leiden, das sehe ich jetzt schon. Und ich habe auch eine neue Rüstung bekommen, wie man vielleicht sieht, ne? Damit! Keine Chance. Dass wir noch schneller durch diese Mission kommen. So OP. So. Ich one-hitte die einfach alle. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe noch nicht mal meine Fähigkeit eingesetzt. Das ist noch das Schlimme. Die müssen ja richtig mal reinhauen. Ja. Ey, Alter, die haben Gegner. So, ich habe auch keiner mehr in meinen Weg stellen. Sieht der Rutsch jetzt am Boss aus?
Die muss ich auch komplett zerfetzen. Oh, ein Blitzgolem. Okay, etwas Neues. Die muss ich aber jetzt auch eigentlich komplett zerfetzen. Einen Schlag, einen Schlag, du hast einen halben Leisner abgezogen. Ja, moin. Ja. Gar nicht OP. Alter, die Gegner sind komplett so fest worden. So, jetzt machen wir dieses Level. Wenn die Gegner wohl eine Chance haben. Ich glaube nicht. Alter, komplett zerfetzt. Jetzt diesen Part war ich auch schon wieder in dem Titel der komplette Zerstörung. Alter, die armen Gegner, die sind komplett zerfetzt. Mit einem Hitter verdauen. Ey, Blitz. Ich bin so OP. Wenn ich das noch an meiner Freizeit spiele, bin ich natürlich OP. Ey, Mann, wie geht's? Erster Schlag und weg sind sie. Oh, ein Wurf, ich hab ja so Angst. Ein Elite-Troll. Wie schnell wird stehen wohl um? Ich hab sogar schon genug Kraft, um den bei der vierten Leiste zu finishen. Ja, moin. Das ist ja komplett übertrieben. Das ist ein Ende von dir. Alter. Auch geil aus, finde ich. Alter, das ist ja komplett dumm. Ich bin einfach komplett. Oh, bessere Ausrüstung. Ja, moin, jetzt habe ich sogar noch etwas Besseres. Du willst mich verarschen. Dann hier Fähigkeiten kann ich auch bleiben. Dann level ich dich hier ab. Dann habe ich hier noch eine Errungenschaft schon wieder. Ey, Alter, das darf ja nicht wahr sein. Ich werde aber erst nach dieser Folge erst wieder als Level bin ich so OP. Okay. So, jetzt werden wir dich eliminieren, Alter. Jetzt wird's ordentlich auf Fressbrett geben, Alter. Aber so ordentlich. Alter, dieser Axtraum sieht so geil aus. Wir haben nur 24 Schaden, wie lame. Ich hab denn 4000! Weggedonschen! Und jetzt ist der Ort. Okay, Boss. Wie schnell wird hier verlieren? Au! Das gibt's auch schon geschossen! Eine Chance! Und das war's mit dir, Junge. Komplett zerfetzt! Vorhin hatte der uns den noch so. Ich hab noch so ein wenig Leben. Jetzt habe ich den einfach komplett zerfetzt. Mit einer Spezialattacke. Das ist ja komplett übertrieben. Und Level 10. Nice. Und noch mehr Kraft. Alter, das ist ja auch komplett übertrieben. So, Geheimnis macht Darkness war jetzt noch mehr Spaß. Dritter. Okay, das habe ich auch schon, glaube ich, durchgelesen. Lot sagt, ein neues Areal wurde freigeschaltet. Bevor du in den nächsten Kampf ziehst, muss ich dir etwas sagen. Okay. Es geht um die Hauptquest. Du kannst Belohnung erhalten, indem du Mission erfüllst. Nice. Die Hauptquest schießt sich nicht mal mehr ab. Alles klar. PvE. Nein, nicht das hier. Nein. Falsches. Oh shit. Okay. Ich muss. Okay, Leute, ich bin wieder zurück. PvE. Abenteuer. Oh, Junge, neues Areal. Okay, hier kann man zurückgehen. Und. So. Okay, wir gehen zu meinem Bruder unterbrochen hier. So, neues Areal, holy shit. So, Alter, lass mich in Ruhe. Hier, Geschichte, jetzt kann ich wieder etwas. Alter, wieder eine neue Maria. Hier, Geschichte beginnen, nice. Ich glaube, ich werde immer diese Abschnitte, weil ich jetzt immer offscreen halt so machen, ey. So richtig viel einfach.
weil da passiert ja nichts Wichtiges und ihr wollt ja die Geschichte sehen und nicht diese Abschnitte. Auch wenn Feinde versichert! Wenn wir den interessant sind. So, wir brauchen einen Arzt. Vater, Vater, was ist passiert? Wie ist der? Vergib mir, Major, ich war ihm kein guter Beschützer. Sobald, Soldat, sobald, bin ich dumm. Soldat, bringt Fürst Roderick zu einem Arzt und zwar schnell. Sofort. Ich werde ihn begleiten, du kannst mir später erklären, was passiert ist. Keine Einwände. Der Wille unseres Fürsten ist sehr stark. Er wird sich binnen weniger Tagen wieder erholen. Ich bitte, dass du recht hast. Was ist mit der Südmauer passiert? Wir haben ihren Kriegsfest besiegt. Die anderen Orks haben sich zurückgezogen. Also doch noch gute Nachrichten. Ich bringe einen Kunde. Wir haben die Orks besiegt und sind auf etwas noch schlimmer als geschlossen. Sie sahen wie Dämonen aus. Dämonen? Widerliche, unnatürliche, gehörnte Kreaturen, zweifellos Dämonen. Was heißt für diesen Dämonen-Schreiberin? Ich bin mir nicht sicher, es seit Jahrhunderten sind Dämonen nichts als Legenden. Das hört sich nicht nur nach einer Legende an. Wir müssen jetzt daran nachgehen. Sollten es wirklich Dämonen sein, ist alles wach und großer Gefahr. Kannst du mir das vorstellen? Dann sollten wir uns die Sache ansehen. Ich jetzt mit ihr an der Seite. Yep. Moin, Mondhut. Wait. Falle. Ja. Attacke. Was ist das? So, dann kommt der selbe Kampf vor. Egal. Von den Türverstärker aus, ja, das habe ich auch schon nicht gelesen. Noch bessere Rüstung hier, über 3 Pals. Nächste Folge, welche noch Bosse One-Hit, naja. Alter, das ist ja komplett übertrieben. Okay, dann werde ich wahrscheinlich für nächstes Mal hier diese Dings hier halt durch diese Abschnitte, damit die Geschichte immer weiter vorangeht. Und wenn es mal noch passiert, dass ihr mit in der Folge mir euch abschüttet, muss man machen, ich das. Mach ich auf meinem Kopf. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr hast, muss die Wertung natürlich gar nicht fragen. Vergesst euch in Kommentare, Kritik und Infos auslassen, für das ein paar Videos die Videoschau auszuchecken. Vergesst euch nicht, mich zu mir, die Glocke zu aktivieren, zu verpassen und wenn ihr nicht das verpasst. Tschüss.